heute gibt es eine Fortsetzung in unserer Mission, in meiner Mission. Ein gesunder Rücken soll uns alle entzücken. Wir machen eine Mobilisation für den unteren Rücken, LWS, und die Hüfte. Und los geht's. Du brauchst nur eine Matte, ein bisschen Platz. Und wir starten im Stehen, arbeiten uns langsam nach unten vor. Und wie immer läuft der Timer, sonst wird es nicht eine Viertelstunde, wie ich angedacht habe, sondern eine halbe oder eine ganze Stunde. Will ja kein Mensch. Ne? Okay, stell dich erstmal easy peasy auf, Gerätstand, Arme mal einstützen und wir kommen erstmal so ein bisschen an hier, ne, in dem Workout und kreisen mal dynamisch die Hüfte und Betonung liegt wirklich auf Kreis. Ja? Wir wollen hier keine Boje ellipsenmäßig nach links und rechts, sondern auch nach vorne und hinten. Yep. Schön gleichmäßig die Kreise ziehen. Sehr gut. Und während wir so kreisen, fokussieren wir mal auf den Oberkörper, was der Rumpf macht. Der ist stark, stolz, aufrecht. Schwingt der mit? Wechseln mal die Richtung. Und spüren, wie die Wirbelsäule nach oben zieht, wie der Bauch fest eingezogen ist. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Anspannen und merken schon so ein bisschen, hoffentlich, bei mir kommt es zumindest an, im unteren Rücken, im LWS-Bereich, eins der häufigsten Rücken-Issues. Putzen wir heute alles weg, das wird super. Okay, good, check, next. Wir bleiben im Gerätstand, machen ein schönes Rong, ein groß ausfallendes Bewegungsbeinkick nach innen außen, naja, egal, mach einfach mit. In den Squat, in die Beuge, hierbei unbedingt den Rücken schön gerade lassen, Bauch fest einziehen und andere Seite und boom, immer schön über innen, weit hoch, 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 hoch nach außen und check und zack und zack. Auch eine schöne Balance- und Koordinationsübung. Gib dir das ruhig, ja? Auf einem Bein zu stehen und genüsslich das andere Bein über innen nach außen zu ziehen. Zieh dabei deinen Rumpf, Wirbelsäule, Bauch schön nach oben. Haltung, Spannung aufbauen und nie wieder loslassen. Und check. Noch nicht ganz. Check ist eigentlich immer das Signal für, jetzt ist vorbei. Sorry for confusion. Haben wir es gleich? Check, jetzt aber. Okay, Grundposition, habe ich mir gedacht. Hier stellen wir uns mal bitte schon auf die Matte auf, denn da geht es dann gleich weiter. Hinter uns liegt die Matte. Nimm beide Arme nach oben, Hände verschränkt und wir ziehen mal bitte schön auf in die Bogenspannung. Wo bemerkt, Spannung. Wirklich mit Kraft die Arme nach hinten ziehen, am Rumpfwinkel öffnen. Hüfte nach vorne drücken, Po ist gespannt, schön weit aufdehnen, die ganze Front. Verkürzung der Front ist eine häufige Ursache für Probleme im unteren Rücken. Jetzt lösen, zieh die Arme über die Seite, langsam nach unten, Oberkörper geht über Tabletop, genüsslich bis nach unten. Ganz gestreckt halten, erst im letzten Moment. Locker lassen, aushängen, hier kurz mal verharren. Du bleibst da, ich muss kurz mal meine Zeit checken. Und check. Sehr gut. Jetzt wird es dynamisch, pass auf. Wird richtig schau, wirst du sehen. Attention, attention. Beine beugen, wir rollen. Yes, Baby, wir rollen. Check. Ein Bein aufsetzen, das andere setzt nach vorne in den Split und öffne die Hüfte. Versprach ja auch Hüftmobilität, wa? Und rund. Andere Seite aufsetzen und nach vorne schieben. Und rund. Und zack. Oberkörper dann schön aufrecht lassen. Und rund. Und zack. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Du kannst die Füße flexen oder pointen. Whatever it is. Mach irgendwas, ja? Your choice, aber Füße dürfen auch eine Funktion haben, auch wenn sie in der Luft sind, ja? Okay,
Jetzt sind wir doch richtig schön in dieser Übung angekommen. Da ist die Trauer groß, wenn wir gleich fertig sind. Schön ist, oder? Sehr ehrlich. Okay, frier dich mal ein. Wir bleiben hier. Und bring deine Hüfte nach vorne, Oberkörper aufrecht. Schön alles in Spannung halten. Ja, wir wollen uns in der Dehnung nie parken. Zumal wir sowieso nicht lange hier bleiben. Zieh nach vorne und jetzt Gewicht nach hinten verlagern. Fußspitze kommt hoch und zieh deinen Oberkörper so weit wie möglich auf das gestreckte Bein, das auch Power hat. Ja? Und dynamischer Wechsel. Und zack. Und vor. Und rück. Ich schiele zum Plan, ob ich hier auch eine extra Seite eingeplant habe. Yep, habe ich. Sehr gut. Naja, dann können wir hier genüsslich bis zum nächsten Klingeln abwarten und uns dynamisch nach vorne und hinten dehnen. Fühlt sich schon gut an. Merkst du, wie das von Mal zu Mal leichter, größer, dynamischer wird? Ja, wird's. Und check. Sehr gut. Richte dich auf und wechsel mal die Seite. Und weiter geht's. Die lustige Reise. Hüfte schön öffnen. Nochmal Obacht, wir wollen hier nicht nach vorne uns den Oberkörper abklemmen aufs Bein, sondern wirklich hier schön Luft machen und nach hinten verlagern. Fußspitze kommt und boom. Fang ruhig erstmal langsam an. Nimm den Flow auf und fühl dich mal rein, wo der Schmerzpunkt am größten ist. Also so ein leichtes Ziehen sollte schon sein, ne? Richtige Schmerzen natürlich nicht. Rewind. Schmerzen getilgt aus dem Audioskript. Okay. Sehr schön. Und wenn du dich gut fühlst, dann kannst du ruhig ein kleines bisschen das Tempo erhöhen, aber muss nicht. Qualität der Bewegung ist wichtiger als Schnelligkeit und damit Quantität. Ja? Alright. Okay, check. Friere dich mal hier ein. Frieren. Immer noch 769 Grad hier drin. Wie zu Beginn und überhaupt. Bring beide Hände innenseitig vom Bein auf den Boden. Flipp den hinteren Fuß. Okay. Stütz dich mal raus und bring jetzt dein vorderes Bein zum hinteren Bein, zum hinteren Fuß, in den Hund, der eigentlich mit gebeugten Knien geht, aber wir können jetzt hier mal ein bisschen auch die Knie strecken, dann kriegen noch die Waden ein bisschen was davon. Und jetzt bring dich wieder nach vorne, stütz über den Händen und bring das andere Bein möglichst zur anderen Seite neben die Hände. And that's it. Das im Wechsel. Hep. Und rück. Und boom. Und rück. Und boom. Versuch den Fuß wirklich schön weit neben die Hände zu bringen. Und kleiner geht natürlich immer, ja? Jeder in seinem Level. Ist alles toll. Jede Bewegung ist gut. Okay, letztes Mal. Und check. Erstmal absetzen. Split Child Pose. Sehr gut, das wollte ich machen. Bring mal die Knie an den Mattenrand und jetzt den Oberkörper weit nach vorne. Und du solltest jetzt eine schöne Entlastung spüren im unteren Rücken. Kopf zwischen die Arme. Und jetzt tippen wir mit den Händen peu à peu nach links. Lass den Oberkörper wirklich schön flach auf den Beinen Richtung Boden gedrückt. Und spür mal, wie jetzt hier in die Flanke die Dehnung schön reinzieht. Fühlt sich gut an. Und zurücktippeln, zur anderen Seite ziehen. One of my favorites. Und wieder zur Mitte und zur anderen Seite. Das ist echt so ein easy Refresher, was du immer machen kannst. Nach einem langen Arbeitstag, das geht nun wirklich immer. Ja? Du brauchst nicht mal eine Matte. Teppich reicht. Okay, und zur Mitte zurück. Und lösen. Sehr gut.
Aha, okay, gut, läuft mir in die Augen, macht nichts. Schweiß. Sehr schön. Okay, jetzt. Next one, bring deine Beine nach vorne. Ein Bein ist 90 Grad nach vorne gebeugt, das andere 90 Grad seitlich gebeugt. Und du bringst jetzt den Oberkörper auf das vordere Bein. Lehn dich so weit wie möglich auf. Dasselbige. Komm nach oben, beide Arme nach vorne drücken, strecken. Und wir gehen in die Rotation zum, ja, linksseitigen Bein oder was auch immer. Egal. Auch wieder zurück und tief. Richte dich auf und dreh dich hier schön auf. Spür mal, was deine Hüfte da macht. Das Knie soll im Übrigen schön unten bleiben, ja? Und wieder vor. Und hoch in die Rotation und zack. Und hoch und sehr gut. Einen machen wir noch. Ich habe so lange geschwatzt. Und zack. Sehr gut. Fühlt sich das an? Jetzt switchen wir die Beine. Zack, zack, zack. Geht ganz einfach. Trick 17. Und jetzt bring den Oberkörper wieder nach vorne aufs Bein. Richte dich auf und komm hier in die Öffnung. Das Knie schön unten lassen. Und zurück. Und tief. Und hoch. Sehr gut. Schöne Verschraubelung in der Wirbelsäule. Mobilisation, habe ich versprochen. Mobilisation bekommst du. Sehr gut. Alright. Good. Andere Seite. Oh, klasse. Nach dieser haben wir noch drei Übungen. We're almost done. Oh, wow. Okay. Letztes Mal. Genieße nochmal. Bleib vorne. Und lösen. Sehr schön. Bring beide Beine nach vorne. Leg dich in die Rückenlage. Beine sind angestellt. Ein Bein, na, ich mach mal dieses, dann komme ich nämlich zu dir, wird über das andere geschlagen. Lass das Knie schön geöffnet zur Seite. Ja? Arme zur Seite ablegen. Jetzt tippen wir, klappen die Beine zu der Seite, dass das obere Bein auf dem Fuß aufstellen kann. Drück dich ab und zieh dich mit dem Oberkörper und dem Arm, dem Außenarm, weit in die Diagonale. Lehn dich wieder zurück und tippe jetzt. Schwing das Bein nach innen und außen. Zack. Und reach. Und ablegen. Und zack. Absetzen und weit rüber dehnen. So flach wie möglich auf den Boden strecken. Ich hoffe, du siehst mich noch. Fällt mir gerade ein. Das ist der Winkel der Kamera, das noch einfängt. Und zieh. Und einen schaffen wir noch. Und zack. Sehr gut. Seitenwechsel. Ich drehe mich mal dahin. Zu dir. Alright. Fuß setzt ab. Drück dich hier ab auf den Unterarm und zieh weit in die Diagonale. Dabei den Oberkörper so flach wie möglich auf den Boden. Okay, Knie nach außen. Nach innen und zack. Und außen, innen, Abdruck, zack. Und außen. Also, wenn sich der nicht gut anfühlt im unteren Rücken, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hier steckt so viel drin. Ich hoffe, du spürst das. Unterer Rücken, hier die Hüfte. Wir dehnen die Adduktoren, die Innenseiten der Oberschenkel. I mean, das ist echt so eine geile Überraschungsübung, so eine Ü-Ei-Übung, ne? Mit 3 auf 1. Okay, sehr gut. Letztes Mal, zieh dich weit vor und bleib dann in der Rückenlage liegen. Und jetzt haben wir uns nochmal einen richtig schönen froggyen Hüftöffner verdient. Beine aufstellen, atme mal nach oben rein, Arme strecken zur Decke und atme nach zur Seite aus. Arme öffnen, Knie öffnen, Fußsohlen aneinander bringen. Yay!
Gut. Und genieß mal, dass wir jetzt einfach mal die Knie der Schwerkraft übergeben und gerade mal nichts machen, außer mal zu spüren, wie und wo sich der Körper gerade richtig gut anfühlt, wo es vielleicht summt, wo es ein bisschen, ja, schön durchblutet ist, schön warm ist. Dein unterer Rücken vielleicht fühlt sich gut an, die Hüfte, schön wär's. Sehr gut. Okay, du kannst die Arme auch in die Urhalte ablegen. Sie spricht mit mir. 52 Kilokalorien habe ich verbraucht. Das ist super. Doppelring. Kling, kling. Sehr gut. Wenn du noch liegen bleiben möchtest, do it. Ich bin erstmal fertig für heute. Klapp mein Bein aufs andere. In die Sitzposition aufstellen, ein Bein nach vorne und dann roll dich noch mal langsam auf. Yay! Atme nach oben ein und zum Herzen aus. Rituale müssen sein. Verneige dich vor dir selbst, applaudiere dir selbst für dieses tolle Workout. Ich hoffe, du fühlst dich frisch und gut. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinklickst. Ciao!